So. Ich hätte gerne noch eine Zustimmungsgrube, okay. Hier kannst du mit der Greifmeisterin reden und Flug in den Kessel. Ups. So eine schöne Flugmaschine, seine habe ich ja auch. Wir sind einfach gewesen, nur das Loch einzumupfen. Ach halt, wir müssen jetzt zum Eingang. Oh mein Gott, Ramap! Ramap! Ich muss da raus aus dem Ding! Dann steht er! Draußen, ne? Ja. Ich hab da mal Höllenbeste reingeschmissen. Warum bist du runtergesprungen? Nein, die Frage ist, wieso bist du nicht runtergesprungen? Ein Aggro ziehen, dann kommen wir schon zu mehr hoch. So geht's auch. Kette, Beweglichkeit, Wille, Kopf. Beweglichkeit, Wille. Ja, Leute, ihr müsst wissen, ich bin traumabsüchtig. Ja, Traumabsüchtig ist ja eine gute Idee. Ja. Ich meine, das. Ich liebe meine Höllenbestie, wie lange bleibt die da? Das Viech hat uns beiden jetzt 4700 EP gegeben. Mhm. Das ist eine halbe Quest. So, jetzt musst du nur irgendwie wieder hier raufkommen. Ja, ja. Diesmal habe ich schon den Weg. Wie lange bleibt das Viech da? Steht denn das? Ich habe Post vom Auktionshaus der Allianz. Mit Feuerschaden, blablabla, lang betäubt, dass der Kraft hat. Eine Minute lang. Ah, okay. Eine 1 Minuten Höllenfeuerbestie. Da passe ich jetzt dann super ins Repertoire für die Höllenfeuer-Halbinsel. Ja, da kommen wir jetzt auch irgendwann bald mal hin. Irgendwann bald, das sind noch 18 Level. Was heißt hier 18 Level? 9. Oh, okay, stimmt. Au. Das war ein Nerv. Empfindlichen Nerv getroffen. Okay. Natürlich wieder nichts dabei. Quest beenden. Annehmen. Annehmen. So. Jetzt müssen wir die Sklaven anquatschen. Das ist gleich mal der erste, an dem bist du vorbeigelaufen. Manche Sklaven wollen sich aber auch nicht befreien lassen. Ja, ja, das ist, da gibt es Namen dafür, das ist irgend so ein Syndrom. Da bauen die Opfer eine Beziehung zu ihren Gefangenen immer auf und wollen dann nicht mehr flüchten und so. Und nee. Die wollen nicht abhauen, weil sie sich denken, dass ihnen die Freiheit nichts bringt. Na, die haben eine saftige Gehirnwäsche bekommen. Unterwegs auch alles töten, was Beine hat. Ja,
Ein Gnoll. Und noch ein Gnoll. Und alle guten Dinge sind drei Knolle. Okay. Jetzt müssen wir noch, brauchen wir noch neuen Zuchtmeister. Ah, oh, ich habe schon wieder übelste Lags. Irgendwas passiert da. Ich pull da gerade einen Haufen Zuchtmeister zusammen, kann man dann alle schön bomben. Ah ja, genau, ich habe einen Feuerring. Ne? Immer noch nicht wirklich schauen macht, aber. Ah, das brauchen wir ja dann. Ne? Da kommt der Laurik. Und der Workschurke, wie auch immer er heißt, kommt uns zur Hilfe. So. Das wird irgendwas müssten wir auch so, okay. Dann toten wir mal die zu Töte. Töten wir sie zu Tote. Tode. We kill them to death. Ups. Champion Helm des Falken, Int und Beweglichkeit. Und genau das, was du als Tinkerer brauchst. Hm. Ja, Beweglichkeit für Crit und Int für Spell Crit. Warum nicht? So. Ich will mich wieder den Fudor kriegen mit Beweglichkeit, Wille. Stopp. Ach, das erinnert mich an den tollen Blutelfschurken, den ich letztens im BG gesehen habe. Der hat den Kleid an. Ja, das hatte ich auch mit den Untoten Schurken, allerdings war der Level 81. Also man sollte ja meinen, dass irgendjemand auf dem Weg ihm vielleicht mal, also auf dem Weg den mal gesagt hat, du Schurke, du bist kein Stoffträger, der Int und Wille braucht. So, meine Lieblingsquest. Du hast keine Ressourcen. Töte sie durch Schlafentzug. Kissen, klauen. Ja, Kissen klauen. Dann töten wir die dunklen Zwerge, indem sie Schlafentzug haben. Das finde ich total Sinn, das ist auch gut. Aber es funktioniert. Da ist ein Zimmermärchen, das ist eine Elite. Und? Ja, ich brauche bloß drauf, dass du den antippst. Batzen EP. Ja, die haben einen Haufen HP. Ich bin zum Schweigen gebracht worden, sowas kotzt mich an. Lässt sich nicht stunnen, oder? Doch, lässt sich. C ist Viech, Mann. Das Viech hat 42.000 Leben. Aber jetzt in meiner Execute-Phase. Zu Schweigen gebracht, okay. So, jetzt gehen wir weiter. Kissen klauen. Danach gibt's eine Kissenschlacht. Eine Kissenschlacht auf Leben und Tod. Shotgun-Kissen. Ich finde es gut, dass die Kisten hier schnell genug spawnen. Sonst gab uns jetzt zum Prügeln. Oh ja, hier gibt es noch Quest-Item, wenn du dir das Kissen hier anklickst.
Ah, okay. Dann klicken wir doch das tolle, große, blaue Kissen da hinten an. Mal schauen, was dann passiert. Oh, ein Quest-Item. Wer hätte das gedacht? Das ist ein schmucktes Falltempo. Reduziert, wenn du die Ja. Quest jetzt das Ding abgibst. Alter. Naja, es ist doch logisch. Kissen zum Landen. Naja. Zum Landen stelle ich mir jetzt nicht unbedingt der Kissen vor, aber egal. Ja, Kissen und dann Arsch halten und dann landen. Wollen wir es ausprobieren? Jetzt gleich. Das Fenster wäre auf. Ich rufe in der Zwischenzeit schon mal einen Krankenwagen, in der Zeit, wo du unten auf dem Weg nach unten bist, ne? Hallo? Feuerwehr, wir bräuchten einen Krankenwagen. Wahrscheinlich ein Steißbeinbruch. Der Hansl und Bleihund. Machen wir jetzt die Quest? Achso, okay, jetzt musst du jetzt warten, bis ich die Quest abgegeben habe. Lauf schneller, Alter. Quest zu einer singenden Schlucht. Die zwielichtige Zwielichtbande. Die ist ziemlich zwielichtig. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Bei so einem Namen, das ist genauso wie Plan aushecken. Ah ja, der Plan aushecken. Diese Wortwitze, die sie immer in den Quest machen, das ist schon immer. Das ist Wahnsinn. Da kommt die Höllenbestie rein. Ja, wenn wir sie schon haben, dann sollten wir sie auch benutzen, ne? In der Grube, aber nicht mehr im Loch, oder? Die Höllenbestie mit genau Nicht 2006 Leben. runterspringen hier. Sonst darfst du wieder ganz außen rumgehen, um wieder hochzukommen. Da müsste ich mich erstmal wiederbeleben können, ne? Oh, da unten ist die Quest. Nicht runterspringen. Ja. Nein, wir haben doch das Schmuckteil. Nein. Doch, ich glaube, da müssen wir sogar runter. Jetzt bin ich verwirrt. Da müssen wir definitiv runter. Dafür kriegt man dieses Schmuckteil. Um schneller zu dieser Quest zu kommen. Wer braucht ein Schmuckteil? Ich habe ein Gottesschild. Ja, für die Charaktere, die kein Gottesschild haben. Oh mein Gott, wir dürfen den Erzog verbannen. Dafür bin ich geschaffen. Ja, genau die richtige Quest für dich, ne? Verbannt! Aber jetzt muss erstmal Wichtel beschwören. Wobei einer fehlt. Eins braucht man noch.
Ja, der Zug steht schon da hinten. Da fühlst du dich wie ein MC, Alter, in dem Loch. Willst du den erst verbannen und dann töten oder töten und dann verbannen? Das kommt mehr oder weniger automatisch. Das kann man nämlich, wenn man. Also, da kriegt man eine Nachricht, sobald man das Quest einfach verwenden kann. Achso. Ah ja. Jawohl. So. Jetzt ist er verbannt. Das ist voll die Rave Party. So hast du die Quest an. Wir nehmen die Quest an. Level 50. GZ, ich bin auch gleich Level 50. Glyphensätze. Oh, ja, jetzt gibt's wieder Glyphen. Da war ja was. Du hast die Glyphen schon vorbereitet, oder? Alabasterschild. Und was machen wir denn? Himmelsfeuer oder Klingen des Richters? Machen wir Klingen des Richters mal rein. Was machen die Klingen des Richters? Richterurteil stellt ein Axt oder Schwert dar, wenn ich die entsprechende Waffe ausgerüstet habe. Hilfe, Hilfe. Sie zittert voll. Ich krieg gleich einen Rappel. Man merkt's. Ich spüre nämlich eine Erschütterung der Couch. Nicht Erschütterung der Macht. Ich spüre eine Erschütterung der Couch. So, hier gibt es glaube ich keinen Aufzug. Natürlich gibt es einen Aufzug. Dann kommt man da irgendwo hin. Ne. I'm on the highway to hell. Unser guter Freund, nicht Graupfote, der schwule Schurke von gerade vorhin. Der schwule Schurke? Der schwule Schurke. Schwul. Das Unglück, dass schon das Ganze nicht anschaut. Der soll nur kommen. Oh mein Gott, ich habe während der kompletten Aufnahme schon wieder mal komplett meinen Seelenstein vergessen. Seelenstein? Haben wir ja jetzt nicht wirklich gebraucht. Ach, bis auf das eine Mal, wo du aus Dummheit gestorben bist, weil du in die Lava gesprungen bist. Ja, aber da hätte mir der Seelenstein nichts gebracht. Ja. Lassi, du hättest ja nicht unbedingt in die Lava springen müssen. Ich war verzweifelt. Und nicht betrunken. Weil heute ist Sonntag und Regel Nummer 1, nie wieder sonntags. Nie wieder. Oh, da gibt's nette Schultern. Glaub mir, das werdet ihr bereuen. Außer Montag ist Feiertag. Oder ihr habt Montag. Ich hab neue Schultern. Ich bin jetzt Level 50 und ich hab keine neuen Schultern. Jetzt haben wir Netamantie und Teufelsjäger Zaubersperre und hier gibt es noch eine letzte Quest bei Lang. Und ich würde sagen, wir beenden unsere Session heute wieder. Wir haben unsere drei Level wieder geschafft. Unsere drei. Das ist immer das Ziel, das wir uns gesetzt haben. Ja. Wir haben einen neuen Dungeon freigeschalten, der übelst genial ist. Ein Tank Trinket habe ich hier bekommen, aber ich brauche keine Tank Trinkets, nicht in dem Levelbereich. Nächstes Mal können wir die Schwarzfelstiefen, die Gefängnisbrücke gehen. Jo. Mittelbrünft und Brunskachel sagen jetzt guten Tag. Wäre ich auch dafür, dass die jetzt guten Tag sagen. Okay. Und denk dran, Nudeln schmecken ohne Tomaten nicht. Wir müssen jetzt schon nicht mehr.